Aber wo wir hier aufgehört haben. Guck mal, Phoenix Wright weiß ich noch, obwohl das länger her ist. Aber das hier, was gestern Abend war, habe ich vergessen. Naja, hier muss ich ja drücken. So, wir nehmen den hier. Ich will den blöden Autosave nicht, ich will meinen. So, und Feathers hat sich gewünscht, dass wir hier mal tauschen. Komm. Das wird ja schlimm. Doch keine Ahnung von denen. So, warte mal hier. Die sind doch jetzt alle wieder da. Das heißt doch auch, der Shop ist. Die sind zu klein für ihren Tresen. Der Waffenladen. Toll, guck mal. Jetzt hätten wir bessere Waffen für ihn. Ja, komm, legen wir auch direkt an. Wenn er mir nicht taugt, Doppelfaust, ja, auch direkt anlegen. Der Wurfhandschuh für Bowser und der Sonnenschirm für Peach. Wunderbar. Direkt Geld ausgegeben, Rüstungsgeschäft. So, was haben wir denn hier? Das ist alles schlechter. Ja, aber das Matrosenkleid ist für Peach besser. Das ist aber nicht gut. So, wir sollten mit den Leuten reden, um herauszufinden, wo es weitergeht. Komm, da wird uns doch der alte Bürgermeister bestimmt helfen können. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Hallo? Können wir es nicht wie zivilisierte Leute an dem Tisch unterhalten? Nein, ich muss mich zu dir hinstellen. Hallo? Quatschen wir den halt blöd von der Seite an. Mario, wenn du zufällig nach einem Stern suchst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Weit weg, noch hinter Wandland, liegt ein Ort, in dem nur Monster wohnen, aber liebe, friedliche Monster. Neulich war ein Rattenmonster hier bei uns, das prahlte laut von einem wunderschönen Stern, den es dort gäbe. Wo dieser Monsterort liegt, weiß ich zwar nicht, aber wenn du dem Weg ab hier schön folgst, gelangst du sicher hin. Dem Weg folgen. Welche Überraschung, einfach weiterlaufen. Immer schön weiter im Uhrzeigersinn die Welt ablaufen. Hinter dem Rheinland. Aber wir müssen nach Holland. Ah ne, da. Guck mal, wir sind doch schon bald durch. Das ist Wandland. Weil es ganz am Rand liegt, aber. Naja, es ist eine. Es ist ja noch nicht mal eine Insel. Lass es mal schnell hingehen. Lass dann die Weltkarte angucken. Oh nein. Nein, keine Geheimschätze. Na, hier, warte mal. Hier sieht man wunderbar, das ist ein. Jetzt warte mal. Eigentlich besteht das doch aus mehreren Inseln. Das ist spannend. Warum war ein bisschen in der Mitte so ein Loch? Das wirkt halt einfach, als wäre alles von der Welt zusammengeschoben worden. Und ja. Halbinseln. Ja, Denk an One Piece. Long Ring, Long, La Ro Long Ring, Long Land. Ah. Wow, ganz komische Art. Der war nicht Filler, by the way. Der ist Canon. Randland liegt neben halt den Randland. Verstehe schon, was Ferris mir sagen möchte. Hallo? Muss ich was drücken? Schießt mich einfach raus. Okay. Ja, bling, bling, bling. Oh. Muss er hier sein, oder? Ich komme aber nicht hoch. Na, Kann's mir schon denken? Nicht ganz oben? Oh. Ich hätte es erwartet, genau da oben. Na gut. Komm, wir finden den. Der ist bestimmt super einfach. Echt nicht ganz oben? Dok, dok, bing, dok, 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 bing, dok, 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 bing.
Okay. Auch nicht. Gemirror. Das ist bestimmt hier. Komm. Nicht gespiegelt. Diese blöden, unsichtbaren Kisten. Ich wünschte, ich hätte diesen Ring nie gefunden. Oh. Oh, warte. Das ist... Okay, gut, das ist nicht groß. Komm, dann suchen wir den schnell. Ich dachte, das ist ein Riesengebiet. Und es wäre unglaublich eklig, den zu finden. Aber in so einem kleinen Gebiet bist du doch eigentlich schnell gefunden, oder? Also eigentlich. Schnell, ja. Stopp Zeit. Nee, nicht Zeit stoppen. Oh mein Gott. Jetzt werden wir wieder anfangen und erstmal diese blöden... In denen ist sowieso nie was Gutes drin. Am Anfang, glaube ich, ist er nicht. Er muss irgendwo hier. Ne. Wirklich nicht? Auch nicht hier? Oh Gott! Ey, ich hole mir wirklich bald einen Guide. Das ist einfach nur Zeitersparnis dadurch. Man findet es ja theoretisch irgendwann, wenn man wirklich jeden Fleck abhüpft. Es dauert einfach nur. Oh Mann. Warum kann es nicht in so kleinen Dingen immer sein? Ich würde ja wirklich sagen, hier eigentlich. Damit es, wenn er so eine Linie zieht, gespiegelt ist. Eulerius, einen wunderschönen guten Abend. Und direkt einen Witz, natürlich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Was ist der Unterschied zwischen einem Joghurt und einem Mann? Der Joghurt hat Kultur. Hm. Grüß Gott zusammen. Man muss ja aber was zu lachen haben. Da vielleicht doch mein Gameplay, dachte ich. Na wie jetzt? Alles gut? Und mit Grüß Gott zusammen, glaube ich, ist ja auch noch keiner reingekommen. Ja. Gameplay. Aufstehen? Aufstehen. Ah, das ist direkt im Witz untergegangen. Entschuldigung. Ach Gott. Ja. Aperture Science. Ein bisschen Werbung für die Wissenschaft machen. Und der Portal. Der Portal braucht keine Werbung. Mann, wo ist das? Nee, da will ich jetzt gar nicht rein. Hör auf. Ah. Erschaffzeiten. Guck mal, kaum kommt jemand mit Gott rein, fange ich selber wieder das. Mit dem Dialekt an. Wo ist die Kacke? Ich hasse es. Es ist ein Dreckspiel. Guck mal, on point darauf. Ah, nee. Geh wieder rein. Ja, ich weiß, Spiel, danke. Nein, das war zu weit. Oh, dein Hochdeutsch. Ja, alles gut. Eco-Bordisch. Der Wesp ist nett. Ja, okay, ich hab keinen Bock mehr. Fang jetzt an mit dem Dialekt, oh. Oh, mal heute. Mir ist wurscht. Herrgott. Warum ist denn hier auch einer? Der ist bestimmt hier unten. Komm, weil man hier drüber springen muss. Instant-Zuschauer-Drop. Wahrscheinlich. Bayerisch? Ne, bin hier raus. Den tue ich mir nicht an. Ich frage mich aber immer noch, wo mein Berliner ist. Zwischendurch mal herkommt. Come on.
Die müssen noch irgendwas bedeuten. Hier, gespiegelt. Nein. Typ. Über mir? Nee. Ab ins Loch. Oh, hi. Und Peach vergiftet. So, was kann Peach denn? Ich hab kein Problem damit. Ich verstehe schon echt viel. Ich kenne zu viele Leute aus Bayern. Ich komme aus Bayern, deswegen. Heldenemse. Ja, guck mal, Peach krieg ich gar nicht hin. Mario krieg ich auch nicht hin. Bowser wirft einfach andere. Mach ja gar keinen Schaden. Da siehst du mal, Peach macht einfach keinen Schaden. Er hat auch gedrückt, wirkungslos. Okay, oh. Ach, er darf zweimal. Das ist ja fair. Das ist schön. Peach ist ja auch eine Casterin. Ja, ich mache aber keine Magie. Und hallo, Tobi. Geno Lichtsalbe. All deine Gegner. Er ist auch ein Caster dann, oder? Ich habe bei allen einfach nur Stärke gemacht. Das heißt, bei ihm müssen wir Magie machen, oder wie? Weil er mal Magiestärke. Ja, Tatsache. Wiederkehr. Wir leben einen Verbündeten wieder. Bei gutem Timing hält dieser volle KP. Oh. Ah, gutes Timing. Der war gut, ne? Dann probieren wir doch Peach und ihr Magiekram gleich mal aus. So. Das ist aber alles kein Schaden. Ein oder mehr Gegner. In dem Kreis bewegen, um alle Gegner zu treffen. Oh Gott. Bonk, bonk. Wirkung ist los. Das ist ja nett. Angriffsschub. Aha. Dann würde ich gern den weg haben. Kein Gebuffe hier. So. Der da hinten schläft. Ja, 110. Ja, doch. Hey, Playback will wieder ausgedachte Wörter behalten. Was, Fibo? Ja, dann gehören die Late Back. Das ist okay. Warte, ich hab. Ein Lilip, ein starker Feind. Das ist aber schlicht. Über den starken Feind erstmal zum Schlafen schicken. Bonk, bonk. Toll! Ich hab's erfolgreich gemacht. Aber ja, das ist ja. Das ist doch quatschig, Spiel. Nein. Nein. Nicht abwehrbar. Toll. Ja, richtig tolle Peach. Ja, dann machen wir mal das. Okay. Wop, wop. Mit dem krieg ich es noch nicht hin. Angriff erhöhe, das ist schön. Nein. Böse Pflanze. Aus. So. Angriff erhöht. 204. Strong. Okay, okay, okay. Na, Level. Das ist auch okay. So, Mario ist aber schon Angriff, ne? Sein Main-Ding, ja. Wer war der andere? Unser Muffin. Mellow. Naja, Namen. Ist auch Kraft. Die sind doch eigentlich alle Kraft, außer Peach, oder? Oh, Bowser auch. Ja, 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 ja. Ist schon tanky genug, du brauchst mehr Schaden. Scrollt mein Chat nicht automatisch weiter? Soll das?
Warte mal. Hallo. Da muss man hochkommen, oder? Oder auch nicht. Und jetzt sind die Gegner wieder da, wetten. Oh nein, sind sie nicht. Ha! Oh Gott. Aber, verdammt. Aber das war nicht der Geheimschatz. Der ist nämlich sicher hier drauf. Irgendwo hier hinten. Haha! Aber klar. Der war easy. Für das Bundesland anders. Die anderen sind so, die anderen so. Stimmt damit Minecraft-Deutsch-Übersetzung. Nicht 100% überein. Minecraft-Übersetzung. Es gibt es. Es gibt eine Pirate English Übersetzung von Minecraft, die ist witzig. Nicht abwendbar. Gute Nacht. Karte dunkel. Ja, komm, wir probieren es einfach wieder. Schlafenszeit für alle. Oh Gott. Und alle schlafen. Ach, das ging jetzt wieder. Ach so, wenn Mario schläft, nimmt er einen Fake Mario. Au. Okay, also so ein kleiner Puppen-Mario. Okay. Willst du auch in Deutsch? Und Lolcat-Übersetzung. Was ist Lolcat-Übersetzung? Was? Pio Pio? Na, egal. Hat schon passt. 10! Aber ja, nix. Warum nimmt er nicht den schlafenden Mario? Der kann sich doch eh nicht wehren. Sandsturm, toll. Bowser hat Angst vor dem Sandsturm. Interesting. Willst du das bitte sterben? Danke. Ein flauschig weiches Schaf. Ja. Oh nein, die hüpfen immer weiter. Die Schlafsoße. Oh Gott. Und, die Formulierung hätte man. So, meine BP. Wie fühlen sich die eigentlich auf? Oh Gott. Ich hole mir das Game auch. Aber diesen Monat kein Geld. Ja, ist auch das erste Game, das ich mir seit längerem wieder geholt habe. Weil eben auch. Geld ist halt Mangelware leider. Das wächst halt nicht auf Bäumen. Also eigentlich schon, was das Baumwolle ist. Zum Geld schon, aber. Ja, ne? Das Gift. Oh, komm. Heil dich. Plum, plum, plum. Bonk. 48 AOE-Schaden, das ist auch krass. Ja, ist schon nicht schlecht. Ich vermisse 40 Euro DS-Cartridges. Ja. Ja. Da wäre schon noch schön. Also wächst Geld an Büschen? Ja, quasi schon. Zumindest der Hauptbestandteil. Ach komm. Ging mal schon so hin. Warte mal. Der jetzt gut ist, sollte der Gecko so umfallen. Perfekt. Bowser hat wieder alles verpennt, kriegt aber trotzdem EP. Ja, ja. Das sind immer die, die dann auch im im Referat eigentlich nichts gemacht haben, aber ihr Name mit drauf steht. Wie die Gegner sind verwirrt. Warte mal. Ja, das sind viele Gegner. Gute Nacht. Bin zu alt. Mein Daumen, ey. Wirkung ist los auf 2. Dann mach mal die auch direkt weg. Richtig toll Mario dagegen werfen, wenn die das Maul aufmacht. Mario eigentlich weg.
Oh nein, der ist jetzt wach. Oh, guck mal. Und den da hinten hat es einfach nur durch die AOE. Oh, durch die AOE ist zerlegt. Schön. Oder die Zeit, als man... Oh, verdammt. In einem GameStop jedes... Ja, doch, eigentlich quasi jedes DS-Spiel für irgendwie einen Zehner kaufen konnte. Und Pokémon so für 15 Euro. Also, wann? 2014, 15 oder so, ne? Hm. Ja, meine BP gehen hart runter. Für schlecht. Ist echt nicht gut. Bonk. Gute Nacht. Dann war eigentlich gut. Da hätte man sich eindecken sollen. Vor allem eben mit Pokémon-Spielen. Haben sie die Spin-Off-Teile? Ich glaube, da hättest du Mystery Dungeon und so alle Teile für einen Zehner kriegen können. Maximal für 15. Oh, warte mal, du bist ja ein Gelber. Sehe ich jetzt erst. Ey, du schläfst ja gar nicht mehr. Wann ist denn der aufgewacht? Explosion. Habe ich das Ding geblockt? Giftdampfen. Das macht ja alles keinen Schaden, ne? Nur Status-Dinger. Müssten wir, wenn, dann auf Mario gehen. Hier so ein schöner Feuerball, Junge. Ja, genau. Oh Gott. Wirkungslos. Ach, schön. Ach, das ist aber toll. Na, ja, so. Okay. Ne, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Daneben! Haha! Loser! Nix kannst. Hm. Das geht. Ein Schaden. Yay! Gott! 86! Aha! Dann machst du nur einen Schaden und du nur zwei. Mario muss wieder alles erledigen. Das könnte noch echt dauern. Guck mal, Peach macht mehr Schaden als Bowser. Nee. Oh, was? Achso. Ich dachte, Bowser setzt aus, der ist jetzt bockig. Nee, ich wurde getroffen und will nie mehr. Oder nicht verkackt. Oh, je. Nein. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr. Wie lang noch? Der ist ja noch nicht mal dem Tode nahe. Ich habe doch keine Blütenpunkte mehr. Oh, Bowser ist tot. Ja, das war nix. Ja, Mario ist unser einziger mit Schaden, ne? Moment. Vielleicht doch nicht. So, du isst jetzt mal ein Item. Und zwar... Reicht ja erstmal. Wir brauchen mehr BP-Items. Achso, Kreisbewegung, ja, ja. Ist ja egal, sehe nur einen Gegner da. Okay, der schläft. Oh mein Gott, mach doch Schaden.
Er ist nicht wieder aufgewacht. Oh mein Gott. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. So. Aber nix. Kaffee hier, aber Zuschauerserie aber. Ich hab's Kaffee hier, momentan eine 5-Stream-Serie. Nice. Mal dick 450 Kanalpunkte eingesackt. Die man dann schön wieder auf Arno setzen kann, um sie zu verlieren, ne? Nein, Peach ist tot. Bowser belebt Peach wieder. Alter, der Kampf ist ja furchtbar. Ja, Kaffee für dich. Ich will nicht mehr. Der Kampf ist doof. Was verstehe ich schon wieder nicht an Mechaniken? Fights Brute Force hier. So. Hallo, Lance. Extra Item für dich. Nice. Dankeschön. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Hör auf jetzt. Ich verstehe halt auch nicht, was das Spiel von mir möchte. Bin ich ganz ehrlich. Das wird jetzt einfach eine halbe Stunde gebrutforst. Ah, endlich mal. Aber mach mal diese Trio-Technik. Wofür kriegen wir denn diese Punkte die ganze Zeit? Unverwundbarer Bowser. 31 Schaden hat das gemacht. Das ja. Was? Warte mal. Wie kann ich denn den tauschen? Kann ich nicht. Erst wird er tot. Ist KD plus. Da. Der Gegner hat einfach zu hohe Defs. So, warte mal. Du kannst doch. Eisfurcht, Schlaf, Stille. 393. Als ob wir noch nicht so viel Schaden gemacht haben. Das ist mein Tag. Das spüre ich. Oder sind das die übrigen? HP, wie viel hatte der denn dann? So, was hast du denn so? Ich hab vergessen, was seine... Naja. Ich will nicht mehr. Dann angefangen habe ich noch nicht drauf. Ach, ist der doof. Wann muss ich da drücken? Come on! Warum kriege ich denn bei dir gar kein Action-Kommando hin? Holy shit! Ey, das ist der beschissenste Gegner, den wir je hatten. Das ist einfach nur dumm und langweilig. Oh, jetzt ist er aber fast tot, komm! Ich muss die Trotzleiste überwinden. Wenn er denn wenigstens eine hätte! Daneben, Gott sei Dank. Ja, ich verstehe die Mechanik einfach nicht, die hier gefordert ist, damit das klappt. Dann muss ich es halt einfach immer noch. Muss ich es halt brute forcen. Der lebt immer noch. Der ist seit drei Runden kurz vorm Sterben. Du hast nur 2 Schaden gemacht, hast Mario. Warum?
Das gibt's doch nicht. Danke. Oh Gott. Das ist so Dave.